Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es gibt heute kein Modellbau. Und zwar, wir haben heute Sonntag und jetzt habe ich natürlich vergessen, welchen Tag wir haben. Sonntag, den 8.10. Ja, es geht auf die Messe. Unterlagen sind alle da. Und am 14.15. geht das dann los mit der Messe. Ja, werde mich mit allen Leuten treffen. Und zwar werde ich Donnerstag Nacht losfahren, um dann so circa um 6, 7 Uhr da zu sein. Dann treffen wir uns nochmal eine Runde zum Frühstück. Darauf freue ich mich besonders. Natürlich auch besonders auf die Messe, die Leute alle wiederzusehen, persönlich mal wiederzusehen. Hat ja auch lange gedauert, vom Mitte des Jahres aus, ja, Zeit vergessen. Ich habe mir so viel vorgenommen zu sagen und irgendwie, wenn ich vor der Kamera bin, dann vergesse ich immer die Hälfte. Nein, und zwar zur Challenge von der Challenge. Das war einfach zu lange schon mittlerweile. Und ja, ich wollte euch mal sagen, wen wir da alle treffen. In Halle 17 auf der Messe. Ich werde euch das nochmal dann auch unten drunter verlinken. Und zwar treffen wir da den Fabian, der da ausstellt seine Modelle. Wir haben DEFMA Models haben wir drinne. Dann haben wir Modellbau Schwaben drinne. Den Klaus Roth, der ausstellen wird. Marius Schiffsmodellbau ist mit bei. Axel Kaulich wird seine Schiffe ausstellen, seine tollen. Dann ist der Weltkönig da und Eddys Modellbauwerft wird auch seine schönen Schiffe ausstellen. Und ja, und dann bin ich auch noch da. Stand 41. Wir sind alle in Halle 17 drinne. Ihr könnt gerne alle vorbeikommen. Ihr seid alle herzlich willkommen. Und ja, zu Besuch hoffe ich doch noch. Ich hoffe, der Onkel wird kommen, der Modellbau-Onkel. Ja, er ist wohl recht in der Nähe. Dann der, ja, das, ich stotter schon wieder viel zu viel, weil ich schon wieder überlege, was ich jetzt sagen kann oder was ich nicht sagen soll oder will oder wie auch immer. Nein, also es, auf jeden Fall, ja, werde ich auf jeden Fall da sein. Also mitkommen tut der Zitrön in dieser Ausführung, so wie er jetzt ist, ist noch nicht ganz fertig. Ausgabe 4950 ist er ungefähr. Dann kommt der Unimog mit, der Dodge Charger kommt mit, dann kommt der Alien, die komplette Riesenteil kommt mit dem Unterstand. Dann kommt noch der Gran Torino kommt mit, der ist fertig. Dann nehme ich noch den James Bond mit. Und den Ford GT40, den werde ich noch mitnehmen. Und das sind die Modelle, die ich dann halt da entsprechend vorstellen will. Die Idee ist, es gibt ja da immer noch einen Wettbewerb, also Modellbauwettbewerb, dass man da Modelle hinstellen kann. Da überlege ich noch vielleicht, ob ich da meinen Alien mal hinstelle. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich selber, ich sage, man lobt nicht, Eigenlob stinkt, weiß ich ja. Aber ich denke mal, dass Teil ist echt ein cooles Ding geworden und bin echt zufrieden, echt ausnahmsweise mal zufrieden. Meine Frau sagt, du musst nicht immer 100% sein. Ja, dass das Teil also wirklich für mich persönlich ein Hammer aussieht. Ihr könnt gerne mal runterschreiben, wie ihr das Teil findet. Das, ja, wie gesagt, Modellbau Messerit. Grüße gehen alle raus an alle, die ich genannt habe, an alle, die ich vergessen habe. Die noch kommen werden, werden auch auf jeden Fall begrüßt. Und ich denke mal, das wird ein tolles Teil. Und ja, schaut rein. Ich werde euch die Messe mal verlinken. Da gibt es bestimmt einige Sachen zu schauen, richtig, die toll sind. Und ja, das war es eigentlich auch schon, was ich sagen wollte. Und wie gesagt, ich freue mich riesig auf die Messe und auf die Leute aus der ganzen Community, die wir da so alle miteinander kennen und miteinander schreiben und miteinander kommunizieren. Ja, wie gesagt, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Dann habt schönen Dank fürs Zuschauen, schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.